Ruplak ist eine Legende. Juri Koch, der hat ja immer wunderbare, knappe Sätze drin. Es muss einer den Anfang machen zu bleiben oder schlagen sich die Bäuche voll, aber im Kopf ist nichts und so, ne? In dieser Legende geht es darum, dass in eine abgelegene Gegend mit einem abgelegenen Gehöft, wo eine alte Mutter, deren Sohn und wiederum deren Sohn archaisch leben. Webstuhl, kleine Landwirtschaft. Zu denen kommen Landvermesser und die Landvermesser bitten um Nachtquartier und am Abend erfährt man, deren Ziel ist es, die Gegend zu vermessen, weil da ein Tagebau hinkommt. Das heißt, sie erfahren, ihre Zukunft ist sehr endlich. Das erfährt der Vater und es führt zu einem großen Konflikt. Die Landvermesser verlassen das Haus, das Land ist vermessen. Die beiden jungen Menschen, diesen Film, verlieben sich ineinander und verlassen am Schluss das Haus. Und die Hauptfigur ist ein Ruplak, ist ein Mann, der quasi die Verkörperung einer Seele darstellen soll, die Seele der Landschaft. Und der hat immer eine kleine Geige bei sich. Und diese kleine Geige ist quasi so eine Art Metapher für das, was man nicht zeigen kann, eben für die Seele. Und er gibt diese Geige den jungen Leuten mit, in der Hoffnung, dass sie in der Stadt was damit anfangen können. Ob sie was damit anfangen können und ob ihnen das weiterhelfen wird in ihrem Leben, bleibt völlig offen. Mein Name ist Konrad Herrmann. Ich bin von Beruf Regisseur, Produzent, Filmemacher. Ich glaube, ich habe jetzt ungefähr so an die 69 Filme gemacht. Und davon war Ruplak, ich glaube, mein 9. Das trifft so richtig den Nagel auf den Kopf. Denn genau so ist es, wenn hier ein Vertrag mit Vattenfall abgeschlossen wird. Da wird ein Zelt aufgebaut, da wird aufgetischt und die Leute schlagen sich die Bäuche voll und denken nie nach, was sie machen. Wenn ich das aktuell jetzt umsetze, dann tut es schon weh. Ich habe den Film vor 30 Jahren gemacht. Für mich ist es erstaunlich, dass es so viele Parallelen gibt. Es geht ja um Menschen. Es geht um Natur. Es geht um das Sorgentum natürlich. Und der Verlust. Wenn ich mir die vielen Dörfer angucke, die ich schon gesehen habe, die abgerissen worden sind. Ich war in der Niederlausitz tätig, in der Braunkohlerekultivierung. Es mag sicherlich für die Leute, die hier aufgewachsen sind, schwer sein, sowas aufzugeben. Mich persönlich berührt es gar nicht, denn ich bin mein Leben lang durch die Welt gezogen. Das Heimatgefühl ist nicht so da. Für mich ist das sehr schwierig zu verstehen, wie man mit den Menschen umgeht, wie man sie zermürbt, wie man ihnen falsche Hoffnung macht und letztendlich doch über ihre Köpfe entschieden wird, was mit ihrer Heimat passiert. Die Frage entsteht, wo wohnen die Leute alle? Die wohnen dann in irgendwelchen Plattenbauten ein paar Dörfer weiter oder sie sind nach Cottbus gezogen. Aber was ist mit denen passiert? Das kennen wir ja aus der Geschichte, dass das sorbische Gebiet durch die Industrialisierung aufgebrochen wurde. Diese Abgeschiedenheit ging verloren und dadurch auch das Sorbische. Vor 30 Jahren waren die Parallelen für uns nicht Parallelen, da war es Gegenwart. Und die Lausitz war geprägt von diesen Konflikten. Es ist die Heimat verloren gegangen für die Menschen. Der ganze Zusammenhalt, das, was ihr ganzes Leben ausgemacht hat. Auf einmal weg und dann liegen da wirklich die Trümmer rum. Das ist sowas von brutal. Das hat mich schon, wie in dem Film auch, in Wirklichkeit sehr beeindruckt, als ich das erlebt habe. Es gibt viele Gebiete, wo umgesiedelt wird, zersiedelt wird, wo Stausee gebaut werden, Millionen von Menschen, wenn ich an China denke, umgesiedelt werden. Da nimmt man keine Rücksicht. Aber andererseits mit dem Sorbischen, das ist ein kleines Volk, es hat kein Mutterland, kein Vaterland und da wiegt es umso schwerer. Heute merkst du plötzlich, dass du irgendwie in alle Prozesse hineingezogen wirst, die irgendwo auf der Welt passieren und die dich plötzlich als Naturkatastrophe, als politische Ereignisse, als politische Bewegung irgendwie angehen. Mich interessiert eigentlich als Mensch auf dieser Erde unsere Zukunft. Ob meine Enkel eine Chance haben, auf diesem blauen Planeten zu leben. Und ob deren Enkel immer noch eine Chance haben, drauf zu leben. Und darüber nachzudenken, das finde ich, ist die Aufgabe, in der ich mich sehe.